Hi Leute, das ist Sano hier. Wir hatten ja gestern mal das Thema angesprochen, Seasons 2.0. Das Ganze wird uns noch länger begleiten und bis das Ganze von Massive quasi aufgeräumt wird und ein Blogpost kommt und sie wirklich sagen, so und so sieht's aus, dass alle Spieler genau Bescheid wissen und das machen wir für Spieler, die da keinen Bock drauf haben. Das machen wir für Spieler, die Season Journey machen wollen. Und jetzt sind zwei Interviews aufgetaucht. Das Wichtigste aus diesem Interview in Bezug auf Seasons 2.0, das habe ich für euch rausgesucht und das übersetze ich euch gleich auch kurz. Und der Rest war Larifari. Ich hau euch die Links aber, wenn ihr die kompletten Interviews schauen wollt, natürlich in die Videobeschreibung. Das Ganze, die Interviews wurden aufgenommen vor dem Ubisoft Forward Event. Das heißt, der ganze Tataradar, der im Moment herrscht, der spiegelt sich nicht in den Videos wieder. Ja, also das solltet ihr ja definitiv im Hinterkopf behalten. Das heißt, hier gibt es nicht so viel Neues, aber so ein paar Sachen, vielleicht reicht es dem einen oder anderen, das ein bisschen besser zu verstehen. Wie gesagt, ansonsten heißt es warten auf die offizielle Meldung bezüglich des ganzen Shitstorms und wie es wirklich aussieht. Aber für alle, die da Bock drauf haben, wie gesagt, ich übersetze euch den Part kurz. Der Rest ist in der Videobeschreibung und ich sag bis zum nächsten Video. Macht's gut, Leute. Bye. Die Idee hinter Seasons 2.0 ist, dass wir eine einzigartige Erfahrung mit jeder neuen Season bieten wollen und das startet damit, dass man einen neuen Charakter hat. Es ist wirklich wichtig für uns, dass wir bei Null anfangen, was natürlich auch eine gute Möglichkeit für neue Leute ist, um zu joinen, da jeder bei Null anfängt, jeder ist auf dem gleichen Level, jeder startet bei Level 1. So ist man auch nicht mehr meilenweit hinter den anderen Spielern, aber speziell das erlaubt es uns, eine handgemachte Erfahrung zu kreieren in Bezug auf Balance, Spielmechaniken. Wir wissen, wo die Spieler während der Season Progression, zu welchem Zeitpunkt auch immer, gerade sind. Somit können wir etwas erschaffen, das einzigartig ist und anders ist und das jede neue Season. Ja, und das startet mit Season 2. Wir haben viele neue verschiedene Sachen. Wir haben neue Events, neue Gameplay-Modifikatoren und neue Ausrüstung. So, alle, die sehr mit Division 2 vertraut sind, für die wird es sich hoffentlich erfrischend neu und anders anfühlen. Wegen den neuen Mechaniken und neuen Builds, die sich dann erstellen lassen werden, was sich auch immer wieder unterscheiden wird von der einen zur anderen Season. Und neue Leute haben, wie gesagt, immer die Möglichkeit, dem Spiel zu joinen, da jeder von neu startet, jede neue Season.